Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukli, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank. Herr Wimmer, seit einigen Tagen ist bekannt, dass NSA-Abhöraktionen bereits höchste Stellen in Europa erreicht hat. Auch Kanzlerin Handy ist abgehört worden. US-Botschafter in den europäischen Hauptstädten wurden in die jeweiligen Außenministerien einbestellt. Und vieles mehr. Wie kommentieren Sie, Herr Wimmer, diesen Abhörskandal? Ja, wir haben es, Herr Scharoukli, ja mit einer Entwicklung zu tun, die uns eigentlich seit langer Zeit bekannt ist. Sie ist eskaliert vor gut 10, 15 Jahren im Zusammenhang mit der Abhörkette Echelon. Und das hat deutlich gemacht, dass seit Ende des Zweiten Weltkrieges die angelsächsischen Staaten, Neuseeland, Australien, Großbritannien, Kanada und die Vereinigten Staaten eine Art von weltweiter Informationskontrolle ausüben, indem sie alles das, was alle anderen machen, wirklich mit nachrichtendienstlichen Mitteln aufklären und darüber eben auch Bescheid wissen, was die Völker und die Menschen denken und vor allen Dingen, wie Politiker auch handeln und wie vor allen Dingen auch in der Wirtschaft die Entwicklungen laufen. Diese Form von Globalkontrolle durch die angelsächsischen Mächte ist im Zusammenhang mit den amerikanischen Diensten auf die Spitze getrieben worden und das muss man zur Kenntnis nehmen. Herr Wimmer, wenn höchste Stellen in Europa nicht geschützt werden können, wie können dann Bundesbürger, EU-Bürger sicher sein, dass sie nicht so abgehört werden? Ja, wir können eben nicht sicher sein. Wir müssen ja nach den Dingen, die auch über den amerikanischen NSA-Mitarbeiter Snowden öffentlich geworden sind, wir müssen davon ausgehen, dass man förmlich durch uns wie durch gläserne Menschen durchblicken kann. Und wenn man es will, weiß man, wie der Einzelne bei uns denkt und handelt. Und man weiß vor allen Dingen auch für die ökonomische Entwicklung, wie ganze Völker sich verhalten in Zusammenhang mit Erwartungen, die sie an wirtschaftliche und sonstige Entwicklungen haben. Das heißt, wir sind so durchsichtig, dass man wirklich nur staunen kann, wie ignorant die westlichen Gesellschaften auf dem europäischen Kontinent sich mit diesen Dingen bisher beschäftigt haben. Und wir sehen ja eine enge Partnerschaft zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten, was die Aufklärung ihrer Freunde, und zwar nicht von einzelnen Menschen, sondern von ganzen Völkern anbetrifft. Herr Wimmer, viele deutsche Bundesbürger fordern, dass die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft zu überweisen. Aber gehört diese Angelegenheit wirklich dahin? Ich glaube, dass man alle rechtlichen Möglichkeiten neben den politischen ausschöpfen muss, damit diesem Handeln ein Ende gesetzt wird. Aber ich bin sehr skeptisch, was die rechtlichen Möglichkeiten anbetrifft. Wir wissen ja aus den Kriegsverbrechen, die die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan verübt haben, dass die Bundesanwaltschaft in Deutschland immer sagt, wir ermitteln nicht, weil eine entsprechende Rechtsverfolgung in den Vereinigten Staaten möglich ist. Nur die Wirklichkeit sieht anders aus. Diejenigen, die die Kriegsverbrechen betreiben, die weigern sich natürlich, die Täter vor Gericht zu stellen. Und vor diesem Hintergrund läuft vieles ins Leere. Untersuchungsausschuss ist auch eine weitere Forderung. Ist es aber ein sinnvoller Schritt? Der Deutsche Bundestag, und ich habe ihn mir selber lange angehört, hat eine gute Erfahrung im Zusammenhang mit den parlamentarischen Instrumenten, die es gibt, um komplizierte und schwierige Sachverhalte aufzuklären. Ich glaube, dass vor diesem Hintergrund
es schon nicht nur legitim ist, wenn der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsausschuss einrichtet, sondern auch ziel- und ergebnisorientiert. Denn das, was wir bisher haben, ergibt sich ja aus den Dingen, die über den amerikanischen Staatsbürger Snowden, der derzeit in Russland lebt, das Licht der Welt erblickt haben. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch eigene Erkenntnisse dann über einen Untersuchungsausschuss in die deutsche Öffentlichkeit gehen und zu entsprechenden Konsequenzen auch bei den Regierungen, bei der deutschen und bei den anderen in Europa führen. Herr Wimmer, US-Präsident Barack Obama versprach eine Untersuchung. Aber wie weit kann man sich auf eine solche Untersuchung verlassen? Ja, das ist natürlich, das hängt natürlich von den Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten selber ab. Und wir wissen ja aus den Ereignissen der letzten Monate, dass die Differenzen zwischen dem amerikanischen Kongress und dem amerikanischen Präsidenten durchaus sehr groß sein können. Nur eine solche Untersuchung könnte geeignet sein, ich sage es mal ganz vorsichtig, etwas zu konterkarieren, was seit langer, langer Zeit läuft. Sie wissen, dass die Europäer, insbesondere auch die Deutschen, eigentlich eine fast natürliche Zuneigung zu den Vereinigten Staaten haben. Aber seitdem die Amerikaner angefangen haben, die Welt mit völkerrechtswidrigen Kriegen zu überziehen, ballen viele bei uns innerlich die Faust und die Vereinigten Staaten laufen Gefahr, auf dem europäischen Kontinent eigentlich ihre besten Verbündeten zu verlieren durch das Verhalten, das sie selber an den Tag legen. Wenn in Washington eine Erkenntnis darüber wächst, dass das weder für die Europäer noch die Amerikaner gut ist, wäre ja über eine solche Untersuchung ein Ziel erreicht worden oder könnte erreicht werden. Herr Wimmer, gestatten Sie mir nur noch eine letzte Frage. Was ist nun angesichts dessen, was Sie gerade ausgeführt haben, zu tun, damit überhaupt so etwas nicht vorkommt, beziehungsweise möglichst nicht vorkommt? Ja, wir haben es, Herr Scharoukny, mit einem riesigen Scherbenhaufen an zerstörtem Vertrauen zu tun. Und es ist natürlich eine gute Entwicklung, dass jetzt über die letzten Tage sehr prominente Persönlichkeiten ins Visier der Öffentlichkeit gekommen sind und man sich Gedanken darüber macht, welcher Ministerpräsident oder welcher Staatspräsident durch die Amerikaner nicht ausgespäht worden ist. Wir haben alle ein Interesse daran, dass wir in einer modernen Gesellschaft, wo es darauf ankommt, Informationen auch wirklich zur Verfügung zu haben, dass da Menschen- und Bürgerrechte auf Dauer gewahrt bleiben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht gut und unterstützenswürdig, dass Brasilien und Deutschland sich bemühen, die entsprechenden Vorschriften der Vereinten Nationen über Menschen- und Bürgerrechte so weiterzuentwickeln, dass wir mit der heutigen Situation fertig werden. Und wenn andere gute Vorschläge haben, sollte man sie auch verfolgen. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Erläuterung. Ja, vielen Dank, Herr Scharoukny, und alles Gute nach Teheran.